Er hat Öl gemacht. Dave, haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Ja. Jetzt erschießt er mich. Vater! Vater! Du musst weiter drücken. So, ich. Du bist unbrauchbar. Oh. Alter! Was? Und ich kack da erstmal hin. Ich war nicht wirklich dein Bruder. Drück weiter. Wir schneiden nicht mit, oder? Es bleibt alles drauf. Drück weiter. Ich war nicht wirklich dein Bruder. Ciao. Tja. Kionis Bruder. Kunios Bruder wäre auch nie so ein Arschloch gewesen. Während er im Sterben liegt, finde ich gut. Kunio, Punkt, Punkt, Punkt. Mein Alter, Sabu, hat's mir erzählt. Nämlich folgendes, wenn du weiter drücken würdest. Er sah, dass ich dir ähnlich sehe. Drück weiter. Also adoptierte er mich, um Rache zu nehmen, weil ich ihm so ähnlich sehe. Ken, du. Jetzt stürzt das Haus einen Verrecken, Alter. Mist, Vater. Er hat das Selbstzerstörungssystem aktiviert. Kunio, du musst weg. Lauf hier durch. Schnell. Ken, ich wollte dich wirklich nur einmal großer Bruder nennen. Ja. Er ist weg. Ich kack erstmal hin. Sieht echt so schlimm aus. Okay. Oh, alles brennt! Everything burns! Wenn du dich nicht eingemischt hättest. Ich speichere mal eben. Alles wäre nach Plan verlaufen. Shinjuku und Roppongi waren schon in meiner Hand. Was für scheiß Stadtnamen. Was auch immer das ist. Verdammt! Hättest dir besser letzte Wort ausdenken sollen? Ruhe, Scheißkerle! Ja, schön! Eiskalt, bam! Alter, nee! Was geht denn jetzt ab? Zieh dir erstmal die Knarre, schieß dir ins Gesicht, ey! Ey! Warum bin ich eigentlich vorne? Ich weiß jetzt schon, wer die Kugel abkriegt. Ich auch. Wir müssen springen, wenn er das macht. Hättest du dir bessere letzte Worte ausdenken sollen? Nö, Ruhe. Ja, ich will da einmal hin. Wir müssen ihn in den Nahkampf zwingen. Ja, schön. Ja. Also das ist jetzt nur echt... Ich weiche der Kugel aus. In den Rücken geschossen, ey. Arschloch. Okay, ich werde jetzt hier, Leute, ein Safe State machen nach dem Gespräch, wenn die erste Kugel weg ist, weil es ist ja kein Abusen, wenn ich euch den Text hier vorspule quasi. Das ist ja nicht irgendwie Ausnutzen von jetzt hier. Ups. Na, schön. Muss in ihn reinspringen. Du musst in ihn reinspringen, dann bist du auch von der Kugel nicht getroffen. Genau. Und wieder weggehen. Ja, Vor allem, du kriegst eine Kugel in den Kopf und kämpfst weiter. Ins Gesicht getreten. Vor allen Dingen, wie viele Schüsse hat der? Pass auf, wir spielen jetzt sofort weiter. Ja. Ja, sieh mal, wie ist der mit? Ist egal. Du hast Gnaden mit abgeknallt. Du musst mit Blocken kannst du dich retten vor dem Scheiß. Er versucht mir den Arsch. Nein! Und schießt nochmal nach. Warum hat er eine Knarre? Er hat in dem Revolver mehr als 6 Schüsse. Ja, das ist so typisch. Einer muss links, einer muss rechts bleiben. Bleib du links, ich rechts, dann kann er nur auf einen schießen. Und der andere prügelt ihn, verstehst du? Bleib da! Bleib da, das ist eine gute Taktik. Der kann nur in eine Richtung ziehen.
Bleib da, bleib da, bleib da. Danke. Aber der ist machbar, ey. Der ist nicht so hart wie Ken. Und schon gar nicht wie das gelbe Nilpferd, blaue Nilpferd. Lass ihn in Ruhe! Okay, ich geh nach links, ich geh nach links. Ja, hat mich umgehangen. Da hat er sich gerade in der Nase gekurbelt. Okay, die Taktik ist aber gut, die ist wirklich gut. Hat sich in der Nase gepuppelt, während er auf dich geschossen hat. Während er geschossen. Okay, das können wir lassen. Klatter Durchschuss. Bam. Durch meinen Kopf und dann durch deinen. Durch Lugo gewesen, ne? Geh nach rechts, geh nach rechts. Ja. Vor allem die brennenden Dinger, dachte ich erst, es gibt nur Schaden von denen, aber die sind einfach nur cool, also schlechter. Geh du nach links. Geh du nach rechts. Geh nach links. Nach rechts. Ich mach das schon, ich block ihn die ganze Zeit. Ich block ihn die ganze Zeit und du knüppelst drauf. Das ist eine gute Taktik. Geh weg, geh weg. So locken wir ihn nämlich in den Nahkampf, verstehst du? So kann er nicht schießen. Den aber. Den packst du. Nein! Du musst warten. Jetzt! Jetzt musst du springen. Ja, jetzt erschienst du mich, oder? Du kannst auch, bevor er das erste Mal schießt, springen. Das geht. Dave, das geht. Ja, vor allem, alter Krüppel hat so viel Lebensenergie. Ja, es war jetzt mal so ein typisches Zap-Trap-Prinzip. Ich geh nach rechts, bleib links. Ich block ihn wieder. Ich block ihn, mach schon. Geh weg. Nein. Ich hab doch gesagt, ich blocke ihn doch. Das hat funktioniert. Ich blocke ihn die ganze Zeit, dann tut er mir weh. Aber ich... Ja. Ich blocke die ganze Zeit, der kann mir nichts tun, wenn ich die ganze Zeit blocke. Und du springst ja die ganze Zeit in ihn rein. Aber ich kann wieder nicht, ich will drauf in den Boden liegen. Wie, was? Links, rechts, ich verstehe dich gerade nicht, was? Ja, jedes Mal, wenn du wie du sollst, du musst links, ich will drauf in den Boden liegen. So, ich bleib dran. Nee, du machst eine Mücke, das machst du. Nicht geklappt. Okay, dann machen wir wieder die Taktik links, rechts. Ja, und wir treffen ihn nie, wenn er am Boden liegt. Geh nach rechts. Ja, nicht die Seiten wechseln. Dave. Ja, und ja, ich kick ihn drauf, dem netten Kerl. Jungen. Ins Gesicht. Ach, der ist nicht so schwer. Warum tun wir uns da so schwer mit? Weil er eine Knarre hat und ich kenne Gatling. Nachtreten, weg. Der ist nicht schwer, der hat ein echt leichtes Muster. Und drauf und weg. Vor allen Dingen, er zielt nur auf mich. Ist dir das mal aufgefallen? Auch. Vor allem, er hat sich schon den Knarren verbrannt. Warum muss er noch so verflucht viel aushalten? Er ist ein alter Sack. Und hat mehr als 6 Schuss in dem Revolver. Oder Mann, das ist Man under Fire. Man under Fire. Das ist Man in Fire gewesen. Ey, der hat den Revolver des Todes. Dein Revolver.
Ja, ich renne an und darf nicht. Links eine Kugel, rechts eine Kugel. Jetzt hat er alles drauf, da hat er keinen Verzug an der Knarre. Nee, in ganz linearen Abständen zappt. Ja, mit dem Lauf an der Schläfe hast du gerade eben den Schuss überlebt. Wie wär's, wenn du springst und ich laufe? Weil ich sehe, dass wie du springst und ich laufe? Hä? Also, wie du springst? Ich spring immer vorbei. Wie du springst und ich laufe? Verstehe ich nicht. Na, ich... Wieso laufen? Läuft doch keiner. Einer blockt und einer springt. Ja, aber komischerweise springe ich immer und dann hast du ihm schon irgendwie eine. Falsche Taste, scheiße. Ja. Das klappt ganz gut. Bis er mich irgendwann trifft. Weg, weg, weg. Hat er schon mal gepiept? Nee, ne?